So, willkommen zurück bei Factorio, einer neuen Aufnahmesession. Und ja, wir waren dabei, hier Batterien herzustellen. Sehen also, im Moment fehlt uns einerseits noch der Strom und Stromeisen fehlt uns hier noch und natürlich Sulfuric Acid. So, als erstes werde ich hier jetzt mal noch das Eisen anschließen. Und dann schauen wir mal noch. Ja, so könnten wir es. So wäre mit dem Strom vielleicht eher schlecht. Oder so. Oder wir machen es so. Dann hätten wir da zumindest schon direkt, ohne noch eine Zwischenleitung legen zu müssen. Ja. Machen wir es so. Dann haben wir einen Strommasten schon mal gespart. So, dann müssen wir mal hier schauen. Bis dahin kämen wir schon mal. Das ist sehr gut. Gut, dann müssten wir hier nochmal einen Zwischenhalt machen. Genau. Dann gehen wir hier einfach hoch und dann brauche ich ihn nochmal. Wie sieht es denn überhaupt in der Tasche aus? Ja, gut. Ein paar Sachen sind noch vorhanden. Und dann brauche ich 1, 2 Einzel-Normalrohre. Zack, zack. Und das Ganze ist angeschlossen und läuft. Wunderbar, damit haben wir jetzt also mit, die ersten Batterien, die hier runterlaufen. Damit die dritte von 4 Zutaten. Aha, und jetzt werden wir hier unten angegriffen. So, wie sieht's denn überhaupt mit dem Strom aus? Das sieht soweit noch gut aus. Im Moment jetzt noch nicht die Riesenprobleme. So. Dann haben wir gesagt, hier haben wir also Platz. 1, 2, 3 für noch so eine weitere Maschine, die Batterien herstellt. Ist natürlich irgendwo, aber jetzt blöd, wie wir es hier gemacht haben mit unserer Sulfuric Acid Zufuhr, die wir dann hier bräuchten. Aber naja gut, das müssen wir dann schauen. Beziehungsweise, ich bin am überlegen, reiße ich das hier ab? Ja. Nein. Kein Eisen drauflegen. So. Beziehungsweise, ach komm, du kannst da stehen bleiben. Dich tu mal weg, dich tu mal weg. So, dann müssen wir dort unsere Fabrik nämlich ein klein wenig erweitern, da wir hier. Oh, und dann passt es eh nicht mehr ganz. Gut, dann stellen wir halt hier noch einen dazwischen. So, du sollst Batterien herstellen. Dann kommt hier einer dazwischen. Das heißt, wir könnten von hier dann nach oben auch noch untertunneln für die zweite Anlage. So, das hätten wir soweit schon mal. Hier der, der ausgibt. Der, der einzieht. Und der, der einzieht. Damit sehen wir hier schon, dass die Fabrik hier einfach zu klein ist. Gehen wir hier mal raus. Und erweitern die hier mal ein Stückchen.
Zack. So, und dann haben wir doch wieder Platz. Dann haben wir einmal hier. Soll unser Kupfer ankommen. Zack. Hier auch noch eins weiter. Sieht schöner aus. So, und dann hätten wir einmal hier. Oh. Da haben wir das erste fertig mit Modulen. Ah, da brauchen wir die blauen Flächen. Da müssen wir also noch warten. Da auch. Okay, das ist schon mal etwas. Das können wir auch noch ohne blaue Flächen herstellen. Machen wir das doch schon mal. Oder was haben wir hier? Da können wir von unseren Geschütztürmen das etwas erhöhen, dass die mehr Schaden anrichten. Das wäre doch auch nicht schlecht, dadurch, dass wir ja im Moment gerne auch angegriffen werden. Ich mach das doch weg. Eins hinter. So. Dann sollte das mit Entschuldigung, dann sollte das mit den Batterien doch auch jetzt wunderbar funktionieren. Hier haben wir gesagt, haben wir so viel Platz, also bis dahin muss frei bleiben. Und wir sollten vielleicht hier auch noch ein bisschen was hinstellen. So, hier können wir auch noch ein bisschen Wand wegnehmen. Können hier einmal den Geschützturm wegnehmen. Denn im Moment pressiert es ja hier unten etwas mehr. Aber wir haben ja eh noch ein Stecken von dem Angriff, den wir gemacht haben. So, dann haben wir noch einen einstecken. So, das da unten ja ein bisschen mehr rattert, kriegt er sogar gleich ganz 100. So, jetzt brauchen wir noch eine Zutat hier unten und das war Stahl. Also, den Stahl hätte ich gerne so hergestellt und da fehlt es im Moment an diesen roten erweiterten Schaltkreisen. Da sammle ich mir jetzt hier mal ein paar weg und baue mal zwei Stück. Die werden wir also dann hier oben dran setzen. Ist das eigentlich hier? Der braucht da von jedem eins. Ja, aber andersrum wäre schlecht gegangen. So, bis dahin geht ja die zweite Fabrik. Also ab hier könnten wir dann ein Stück runtergehen. Das heißt, wir können hier die Fabrik so hinstellen. So einen möchte ich haben. Der kann da dazwischen und dann können wir hier noch so einen dazwischen setzen. So. Da geht also das Band weiter. Hier setzen wir unsere zweite Maschine. Machen wir bis dahin ein Band. Das. Oh nee, da sind wir ja. Doch, doch, passt. Ich dachte gerade schon, wir wären falsch, aber nee, passt. Da kommt Eisen hin. Hier kommt Stahl raus. Das Eisen kommt hier an.
und gehe dann da um die Ecke. So passt das. Hier noch verbinden. Wunderbar. Und dann können wir jetzt endlich unsere ersten Fläschchen herstellen. So, jetzt ist die Frage, was ist hier das Problem? Das Problem ist, es kommt hier kein Petroleum an. Hier haben wir, aber der gibt nicht aus, weil die beiden nämlich voll sind. So, da haben wir also schon mal ein großes Problem. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir könnten einmal natürlich hier Schmiermittel herstellen aus Schweröl und könnten gleichzeitig dann eben zum Beispiel aus dem Leichtöl Brennstoffe herstellen. So hätten wir zumindest wieder ein bisschen Verbrauch da. Da bauen wir zwei Maschinen, damit hier weiterhin dann eben hier oben Plastik hergestellt werden kann, was wiederum benötigt wird, um die erweiterten Schaltkreise herzustellen. Also wir sehen im Moment hier Petroleum unser größtes Problem. So, das baue ich hier. Ja, das baue ich hier jetzt mal direkt dran. Der baut die Brennstoffe. Da bauen wir jetzt mal die größte Kiste, die wir haben. Und in die wird er das einliefern. Strom hin und dann kann der schon mal hier wieder ein bisschen verbrauchen. Und da sehen wir, da läuft hier auch direkt schon wieder das an, denn es hing jetzt erstmal hauptsächlich am Leichtöl. Aber auch Schweröl wird dann bald natürlich in die Bredouille kommen, denn wir sehen, da wird auch schon Füllstand 2,5 angezeigt. Das heißt, da müssen wir eben definitiv auch was machen. Und das machen wir hier, indem wir es in Schmiermittel verwandeln. Und da können wir uns dann schon mal ein Lager zu errichten. So, das schließe ich hier auch direkt an. Brauchen wir da auch noch Strom. Und dann kann der hier loslegen, kann hier schon mal ein bisschen was umwandeln. So dass hier wieder ein bisschen was hergestellt werden kann. Sehen also, die kann immer noch nicht in voller Geschwindigkeit laufen, da einfach das Leichtöl nicht schnell genug weggeht. Aber wir sehen hier zumindest kommt ab und zu mal wieder Plastik heraus. Machen wir mal das noch weg. Jetzt haben wir hier ein Plastik eingezogen, das können wir hier einfüllen. Die brauchen wir auch nicht. Das können wir auch mal da hochfüllen. So. Dann nehmen wir uns mal wieder ein bisschen Eisen. Und das Ganze müsste dann wenigstens so weit reichen, dass wir so viele blaue Fläschchen herstellen können, um die Forschung machen zu können, in der wir erweiterte Öl Optionen haben. Damit auch Forschung generell, wo haben wir es denn da, etwas schneller laufen kann, werde ich auch noch ein viertes Forschungslabor hier mit dazustellen. So, jetzt bau dich mal. Und dann sind wir doch auch schon wieder am Partende angelangt. Das heißt, hier haben wir das Labor. Martin Barker. So. Und hier hätten wir das 75 mal rot, 75 mal grün, 75 mal blau brauchen wir da. Das werden wir dann gleich machen. Vorher jedoch werden wir hier, habe ich nicht gesagt, du sollst solche herstellen oder hatte ich das nur vor und habe es doch nicht gesagt. Also, dann brauchen wir natürlich auch noch Strom.
und müssen hier Fläschchen hinbringen. So, ein paar blaue Fläschchen haben wir ja auch schon. Und hier oben sehen wir natürlich, wir haben alles da, nur die erweiterten Schaltkreise, die sind eben etwas wenig. Damit wir da mehr bekommen, müssen wir auf jeden Fall das erforschen, denn dann haben wir hier andere Rezeptoren und können dadurch unsere Ölprobleme, die wir da haben, beziehungsweise wir haben ja eigentlich kein Ölproblem, sondern eben aus den Produkten, die wir aus dem Öl herstellen, nämlich Petroleum, das, was wir am meisten verbrauchen. Und damit das eben besser wird, müssen wir in die Richtung forschen, auch wenn die Forschung jetzt vermutlich etwas länger dauert, weil die blauen Fläschchen nicht ganz so nachkommen. So, wie das dann aber genau weitergeht, werden wir uns dann die nächsten Parts anschauen und dementsprechend hoffe ich sehe euch wieder. Bis dahin, ciao, ciao.